Ja, stimmt auch. Wow! Wenn einer, was war das? Hat mich gerade einer von euch geschlagen oder war das ein Schuss? Hallo? Ich hab dich nicht geschlagen. Hat mich gerade irgendeiner von euch geschlagen? Nein, wirklich nicht. Hallo Leute und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Twilight Forest Mod Battle mit dem Edith Red, dem bezaubernden Edith Red, dem Zottel, dem Lovely Potato und meiner Wenigkeit, dem Domse. Nee, Dominik, du bist raus. Sorry, das geht nicht. So, muss ich jetzt nochmal berechnen. Ja, wir haben uns eben nochmal in Team besprochen. Also, nicht im Team. Und, ich bin halt immer noch der festen Überzeugung, dass die hier nicht hochkommen werden, wenn wir zu viert hier oben sind. Wir hatten zu zweit schon so den krassen Vorteil hier oben. Und deswegen, ja, bin ich halt immer noch der festen Überzeugung, dass wir runterkommen sollten. Weil ich meine, offenes Feld zu viert, die können trotzdem nicht viel machen. Ist halt meine Meinung. Die können uns schon ziemlich. Ja, wenn wir uns richtig outplayen und verarschen lassen, dann auf jeden Fall, ja. Aber okay, wenn wir wirklich mit Absprache im Team spielen, dann wird das was. Also okay, dann sollen wir runter. Meine Meinung. Leute, dann jetzt mal Hand aufs Herz. Sollen wir runter oder sollen wir noch kurz in dem Baum war ja wirklich ein Spawner. Hey, ja, das sagen wir doch die ganze Zeit mit der Kiste da. Aber jetzt müssen die anderen Leute hier aus dem Team mal, das Zepter in die Hand nehmen. Ich sag nur, was meine Meinung ist. Ja, ich bin halt auch, das kann sein, dass die uns wirklich gesehen hatten, aber halt echt nicht hochkommen. Und ich find's halt schade, dass sie sich nicht mal zeigen, so, weil es hätte ja sein können, dass wir die dann verfolgen oder so. Aber vielleicht haben sie echt Angst vor uns. Das kann natürlich auch sein, ja, okay, dass sie sich jetzt gar nicht mehr so überlegen fühlen, wie sie am Anfang getan haben. Und jetzt wirklich eher ein bisschen Schiss vor uns haben. Ja, weil sie glauben, dass ihr überlegen seid oder wir überlegen sind. Wobei ich das eher nicht glaube, weil ich denke, die werden so krasses Equipment haben, dass wir da ziemlich wenig gegen ausrichten können. Okay, dann schlage ich vor, dass wir uns jetzt tatsächlich hier den Wassereimer runterlassen und einmal hier verschwinden. Ja. Aber bitte zusammenbleiben. Wenn wir uns aufteilen, dann sind wir nur noch ein leichteres Ziel. Lavi, kannst du mir bitte noch ein paar Karotten geben? Dominik hatte eben noch ein paar genommen. Also ich kann dir auch noch 6 geben, wenn du willst. Warte, Zottel, hier hinter dir sind 6. Danke. Oh bitte, da liegen auch nochmal ein paar. Ja gut, dann passt das. Ich hab jetzt 18 Stück. So, Leute, ich mach hier einen Wassereimer hin, kommt einfach runter. Ich hab schon hier einen gemacht, Marcel. Ja, aber komm doch mal her. Ach, man hört, dass das Lava ist, scheiße. Alles klar. Okay, ich halt, geht schon mal runter, ich halt noch kurz Ausschau und komm dann als letzter runter, okay? Ihr bist so ein Scheiß. Nein, im Ernst, falls ihr jetzt... Ihr könnt einfach runter springen, ne? Wenn die da sind, komme ich sofort, keine Sorge. Ja, wie gesagt, wir müssen echt zusammenbleiben, weil wenn die uns jetzt hier rennen... So, jetzt komme ich. Ja, ich komme auch schon. Oh, ich komme! Tasse Domse und ich komme! Ja, ich komme jetzt ganz schnell runter zu euch. Ah, lol, Dominik, spring! Spring, 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 spring! Ja, ich bin auch runtergesprungen, ich bin nur kurz vorher ins Wasser. Wir sind direkt beim Wasserfall. Okay, ihr seid oben auf dem Berg. Wollen wir jetzt auf dem Berg bleiben? Da ist auch das Dominik. Okay, dann nehmen wir halt die überlegene Position und bauen uns halt die vier. Warte ganz kurz, ich habe eine Idee. Wir sollten uns, Leute, wie viel Cobblestone haben wir alle noch? 60. Okay, das ist super. Nee, dann machen wir das bitte nicht hier. Wir gehen jetzt zum Spawn und bauen uns dort so eine Art Schutz. Nee, wir gehen da auf diese freie Fläche. Seht ihr diese schöne freie Fläche hier? Warte, ich muss mal Cobblestone noch mitnehmen. Die haben schon wieder den Naga. Ach nee, die haben die Naga Armor gemacht. Okay. Okay, Leute, wir gehen jetzt auf die freie Fläche hier und bauen uns hier so richtig schöne Schutzwalle, okay? Machen wir das? Ja. Ich schwöre euch, die haben uns bestimmt nur oder gesehen, dass irgendwer auf der Skybase ist und sind dann, vielleicht haben die auch gedacht, dass wir wieder was holen oder so. Das kann auch sein, ja. Ey, wenn wir deren Base finden, Digga, ich brauche nie wieder arbeiten im Leben. Goldvorräte bis an der Lebensende und Diamanten erst. Ja, Mann. Das sollte so ein Minecraft-Ingame-Market geben, Alter. Ich hab so das Gefühl, die tötet das Eichhörnchen durch Arm, durch Schnagerrüstung. Das Eichhörnchen. Ich glaube, das ist blöd, wenn wir hier stehen bleiben, weil hinter uns ist dann gleich die Border, dann haben wir nicht genug Ausweichmöglichkeiten. Wir sollten ein bisschen weiter nach vorne gehen. Was haltet ihr davon? Halt, oder wir bauen zwei bauen unterirdisch und zwei bauen oben und gucken parallel. 2 plus 2 is 4. Minus 1, that's 3. Quick math. Okay. Und ey, es verstecken sich zwei auf dem Baum oder so. Du hast doch eine Enderperle, Marcel. Nein. Doch, du hast doch eine, oder? Ja. Du meintest, du Marcel wird zum Hunter, Alter. Alter, ohne Scheiß, wir gehen zu dritt und stellen uns irgendwo unten hin und Marcel kommt dann so im entscheidenden Moment mit der Enderperle runtergeportet. Bah, das bah, war's. Bah, und dann so richtig Zeitlupe. Ja, Mann. Okay, nur wo machen wir das jetzt? Müssen wir schnell überlegen. Lass weiter in die Mitte. Einfach weiter in die Mitte. In die Mitte. Und das irgendwo, muss ja nicht mal ein hoher Baum sein oder so. Nee, der kann auch ruhig niedrig sein, dann siehst du auch besser was. Ja. Oh, Chicken Dinner!
Oh lol, ich hab's nicht getroffen. Okay, also die, ich denke mal, die sind nahe ihrer Base oder bei einem, nahe eines Nagas. Es kann nicht anders sein. Oder wir versuchen die mal zu verfolgen, um herauszufinden, wo ihre Base ist. Das ja, die werden halt niemals zur Base laufen, Digga. Okay, boah, Alter, diese Vögel. Hier sind sowieso viele Bäume. Hier könnte ich. Lass doch mal bitte. Sag mal, lass mich ist hier da oben. Wer, oder ist das eine Blume? Das ist eine Blume. Alles lass uns gut. doch mal hier bei dem Wald. Hier kann ich mich ja oben auf den Bäumen auch frei bewegen. Dann lass uns. Aber du musst erstmal auf so einen Baum hochkommen. Ja, krieg ich hin. Und wenn zwar du genau dich hochbaust, so. Sieht man das vielleicht ein bisschen. Okay, funktioniert nicht. Hä, hey, was machst du denn? Wasser setzen. Alles klar. Hier haben wir übrigens den einen verfolgt. Letztes Mal nach dem Kampf. Das kann sein, ja. In die Richtung. Vielleicht oder das sieht einfach alles so gleich aus. Nein, ich weiß es. Wir sind doch von der Base, von unserer Sky Base, zurückgelaufen, runtergelaufen Richtung Süden. Seht ihr da links diesen Hügel? Ich wäre fast für diesen Hügel dort oben. Was haltet ihr von dem? Ja, gut, dann lass den Hügel nehmen. Ich bin zwar der Meinung, da kann man sich ziemlich gut anschleichen, aber. Nee, dann nehmen wir nicht den Hügel. Ja, wir sind doch in der Über. Hier ist ein Baum. Ach nee. Nee, der von dem Baum komme ich nicht hin. Herr, aber wie soll man sich denn anschleichen können, wenn ihr gute Übersicht, weil sie uns nicht angreifen. Ja, aber ich würde also auf dem Hügel. Ihr könnt da von links nach. Ihr könnt ja zu dritt alle Richtungen abähmen, ist doch alles richtig. Und du versteckst sie einfach oben auf dem Baum. Ja, und von hier komme ich auch auf den Baum. Genau. Hat jemand eine Axt? Ah, habe ich, danke. Alter, der Hügel, der ist eigentlich schon ziemlich sick, finde ich. Am Ende gehen sie jetzt auf die Skybase. Das wär's jetzt, ey. Das wär's. Der ganze wir sind jetzt ins Fernes runtergegangen, mehr oder weniger. Und ihr müsst mich decken, ich baue mich jetzt auf dem Baum, also von dem Baum aus hoch. Okay. Ich bin gerade überlegen, ob ich da auf die Bäume ein bisschen Lava, also nicht auf deinen Baum, aber auf die anderen. Leute, Lava mache, damit hier, hier in den Hügel hat sich jemand reingebaut, ne? Ist euch das schon aufgefallen? Mit Fackeln und alles. Auf sowas achtet man irgendwann einfach gar nicht mehr. Geht ihr gucken, ich bleib. Ist da unten irgendwas? Okay, ihr guckt unten mal, wir beide bleiben mal hier oben. Jede Menge Kohle. Alter, viel Schwede. Übelst viel Kohle. Zum Farm oder in einer Kiste? Nein, zum Farm. Okay. Ich nehme noch was mit. So, du Marcel, du sneakst dich ab jetzt die ganze Zeit, okay? Bin ich doch. Keiner darf. Und du bist aber so, du stehst so, dass du dich sofort runterporten könntest. Ja, ich brauche jetzt nur perfekt. Einmal zur Dinge zu. Ach ja, wenn ich die Enderperle nach unten werfe, verliere ich doch Leben, oder nicht? Ich glaube, du verlierst immer Leben, wenn du. Achso, okay. Ich dachte, je nachdem, wie man. Nee, ich glaube, du verlierst die immer. Okay, gut, dann bin ich beruhigt. So ganz wenig halt. Pass auf, gleich kommen sie hier oben über den, den Blättern mit ihren Eseln angerannt. Aber die haben halt auch voll viele Enderperlen, haben sie selber gesagt gerade. Ja, das war auch wieder nur so ein Spruch. Ich glaube auch, das war nur so ein Spruch. Also, die haben bestimmt jeder eine. Daran glaube ich auf jeden Fall, vielleicht auch zwei. Oder selbst wenn sie mehr hätten, sie würden niemals alle mitnehmen. Maximal drei pro Person, wenn die so richtig viele haben. Ja, gut, aber die könnten sich halt sofort hier so antippen. Antippen. Also hier hin. Ja, und ich bin dann direkt unten, wenn ihr sie abknallt. Und natürlich stimmt, aus Versehen Edeldritt und Zottel. Sneaks würde ich sagen, ja, du bist das. Habt ihr eigentlich, wie viele Respawn-Tickets habt ihr noch, Zottel? So, bitte, ihr anderen sneakt euch jetzt alle mal, das lenkt echt voll ab mit den Namensschildern. Zottel, null. Wieso hält er die Fresse? Wieso sagt er Zottel nichts? Redet einfach gar nicht mehr, der traut sich nicht mehr. So. Nein! Das ist mir alles zu groß hier. Okay. Das ist, die Nummer ist einfach zu groß für dich? Ja. Dann schiebt man drei. Nee, was hältst du denn von der Idee? Ich hab so das Gefühl, du bist nicht so begeistert von unseren Ideen hier. Nee, bin ich auch nicht. Warum nicht? Na, weil ich der Meinung bin, dass wir hier irgendwo auflauern müssen, aber das machen wir hier nicht wirklich, weil wir nichts sehen. Können wir auch nicht. Ja, wie willst du sonst auflauern? Der Hügel sticht total raus irgendwie. Also, du willst dich lieber irgendwo hinter einem Baum verstecken, wo die uns aber, da besteht halt die Gefahr, dass die. Einfach nur. Aber das Ding ist, wenn wir uns in irgendeinem Baum verstecken, dann sehen wir die nie. Wenn die da einfach drei Runden lang nicht langlaufen. Ich hab auch nicht von dem Baum geredet, ich hab einfach. Er meint gerade offene Fläche. Da einfach so hinschillen. Ja, aber ich finde das hier ganz gut, weil hier können wir wenigstens, kann ich mich da oben noch, oder haben wir halt in dem Überraschungsmoment, dass einer oben ist. Das fällt mir vielleicht im ersten Moment gar nicht auf. Überrascht. Ich glaube, auf einer offenen Fläche sieht man uns sogar noch schneller. Definitiv. Als hier. Ja, das Ding ist, hier wenn alle sneaken, dann sollte das schon funktionieren. Ja, ich drehe mich ja auch die ganze Zeit im Kreis und guck nach links, rechts, Mitte, unten, oben, unten. Genau, und du bist ja, oder soll ich auch noch nach oben zu dir nein, kommen? Nein, das wäre zu auffällig. Wenn er wirklich nur zwei unten, zwei Leute unten stehen, dann denken die sich auch, gut, irgendwas hacken die aus, dann warten wir ab, bis wir die anderen sehen. Ja, stimmt. Wow! Was war das? Hat mich gerade einer von euch geschlagen oder war das ein Schuss? Hallo? Ich hab dich nicht geschlagen. Hat mich gerade irgendeiner von euch geschlagen? Nein, wirklich nicht. Okay, dann sind die hier irgendwo. Hä? Ich hab grad Schaden bekommen. Edeltritt, hast du ihn geschlagen? Traust du gerade? Er sagt eh gar nichts mehr, Alter. Edeltritt, Alter, ohne Scheiß, sag was. Er hat wahrscheinlich Ausfall oder so. Edeltritt. Leute, da hinten sind Namen. Oder? What the fuck? Warte. Ich hab grad Namensschilder gesehen. Warum redet Edeltritt nicht mehr? Ich dreh noch durch. Ja, warte, ich hab grad Namensschilder gesehen. Richtung.
Richtung? Richtung Norden. Richtung Norden. Edith ist noch da, aber sein Mikrofon ist wahrscheinlich irgendwie ausgegangen oder so. Ist jetzt nicht so schlimm. Pause, bitte. Solange du uns noch hörst, ist doch alles gut. Ich weiß nicht. Das ist scheiße, wenn er uns nicht kommunizieren kann. Nee, ist alles gut. Also, Edith, schreib mal in den Chat ja oder nein, ob du mich geschlagen hast, falls du das hörst. Einfach ja oder nein. Er war das, okay. Oh mein Gott. Also, und mach sowas bitte nicht. Das ist uncool. Vor allem, wenn er nicht reden kann. Ja, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Ich gucke halt schon die ganze Zeit in alle Richtungen. Es kann natürlich auch sein, dass sie mich jetzt oben sehen und dann versuchen, sich oben irgendwie an mich ranzubauen. Ich wette, Edith, der kriegt die ganzen Fangirls ab. Edith, definitiv. Ja, weil er das Stille ist. Also, Edith, du bist ja noch Single, oder? Schreib mal ja oder nein. Falls du in der Blase auch so schnuckelig ist, aber eher in seinem Alter seid, anstatt wir, dann macht euch mal an ihn ran. Hast du Twitter, Edith? Der wird gesehen, er sieht halt echt sneaky aus, ne? Ach, ist das so ein kleiner, richtig süßer Sunnyboy? Hast du den Real Life gesehen? Ja, so ein kleiner Smokey. Oh. Ja, Leute, da wisst ihr Bescheid, ihr Fangirls, ihr. Macht euch mal ran an den. Die Minecraft-Fangirls. Ich hab ihn nur gesehen, ne, also. Minecraft-Hochzeit, Edith, ist bald am Start. Der Edith, der Photoshop-Edith, Alter. Genau. Er nimmt aber nur 18+. Tut er sich so ein Waschbrettbauch irgendwo so rein photoshoppen, richtig schlecht. Er nimmt so Channing Tatum, sein Gesicht so richtig schlecht ausgeschnitten und auf die Fresse von ihm. Ich liebe dich, Edith, du bist einfach der beste Teammate, ja, lass dich nicht ärgern. So. Das Gute ist, er kann nicht reden. Alter, das Schaf da unten. Hä, aber das ist I know, das als heißt, ob wir die immer noch nicht... Ja, genau. Wir warten jetzt einfach, bis wir die sehen. Fertig. Alter, ich hab sie gerade gesehen, das macht mich total verrückt. Damit also, kannst du mir bitte nachher den... Nur das Namensschild vorne. Aber in Richtung Norden ist nichts. Richtung Norden. Seht ihr das Twilight Forest Schloss so in Richtung Norden dort? Irgendwie nicht. Ich hab auf maximale Render-Distanz und ich kann einfach gefühlt nur 10 Blöcke weit gucken. In meinem Discord-Mode damit einfach Edith. Nee, machen wir nicht. Alter, das triggert mich gerade richtig. Hallo, das heißt Hals Maul. Erstmal wird's ohne T geschrieben. Halsmund. Halsmaul mit S, weißt du? Alter, das Eichhörnchen hat mich total verschreckt. Alter, was machen wir jetzt nur? Wie gesagt, ich drehe auch die ganze Zeit meine Kreise hier oben. Also ich bin dafür, dass wir weitergehen. Ich würde sagen, wir bleiben aber in dem... Wir haben echt nicht genug Essen. Wir verlieren so schnell Essen, wenn wir uns so schnell bewegen. Gesundheit. Das ist nicht normal. Ja, aber wir müssen ja nicht springen. Wir haben es ja nicht eilig. Wir können ja ganz normal laufen. Selbst wenn ich renne, ich verliere jede Minute dann Dominik, so zwei Essen. Erstens Ausdauer, zweitens abnehmen. Marcel, habe ich alles. Achso, ja, du siehst eigentlich sehr schnick aus. Bist sehr sportlich, ne? Danke, ja. Trainierst du eigentlich auch Bizeps? Nee. Ihr seid so kacke, wisst ihr das, untereinander? Ach komm, das ist eine Hassliebe. Das hat damals schon angefangen, als er mich gefunden hat. Gefunden hat er dich? Ja, nö, wir haben uns damals auf dem Kiez. Es begann damals in einem Loch im Boden, Alter. Naja, auf dem Kiez damals, als er stock besoffen war. In der Gaybar. Und öffentlich masturbiert hat. Wow. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr im Bus sitzt und gegenüber von euch so ein richtig süßes Mädel und ihr seid einfach zu schüchtern, um du hast eine Freundin im Bus einen runterzuholen? Oh Mann, was ey. Oder wir gehen einfach alle auf Bäume. So viele Videos nicht. Von mir wurden übrigens entmonetarisiert, weil ich Dominik immer als Hurensohn so beleidige, ne? Das ist so deprimierend. Echt? Bei dir wurden die demonetarisiert? Ja, ich mache aber immer die Prüfung an. Kommt mal, ihr seid zu viert. Das heißt übrigens seid. Ihr seid. Mit D, mein lieber Freund. Und wir sehen euch beim Laufen nicht. Ja, wir stehen hier doch draußen rum. Was willst du, Alter? Dann lauf mal ein bisschen besser rum. So, tschüss, bis zur nächsten Folge. Haut rein, ciao.